Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt. Diesmal The Long Journey Home. Ich werde es nicht rendern, ich werde es nicht bearbeiten, ich werde nichts einfügen, hinten ranhängen oder schneiden oder sonst irgendwas dergleichen. Reines Gameplay werdet ihr sehen. Ich muss mal gucken, ob es 4K und HDR hat am Fernsehen. Ne, nur 4K. Ja, 4K, weil ich spiele auf der PS4 Pro. Ich werde aber hier jetzt nichts schneiden oder irgendwas, dass ihr reine Gameplay sehen könnt. Deswegen okay eine Kamera. Weil, wenn Kamera drin ist, leidet auch schon etwas die Qualität. Machen wir einfach mal Mission starten hier, wa? Der sieht gut aus, den nehmen wir. Das können wir auch Schiff aussehen. Oh, geil. Das sind nur die paar. Discovery klingt gut. Nö, nee, wir nehmen Discovery. Halt. Ja, schwarz. Schwarz-rot. Weiß noch, um ein paar Kanten zu machen, jo. Und dann gucken wir mal. Schwarz-weiß. Nee. Nee. Wir nehmen das. Das sieht am coolsten aus. Landemodul. Das hat aber wenig Treibstoff. Hat Außenhülle wenig, aber viel Treibstoff. Ich nehme einfach mal das. Gib einen Code ein, um ein Galaxie zu. Teile ihn mit deinen Freunden und vergleich welche Unterschiede eure Crew und die getroffenen Entscheidungen auf der Reise haben. Ah, okay. Könnt ihr, wenn ihr das Spiel auch habt, gerne dann mal rinkicken. Also ohne S, weil so viele Buchstaben haben wir nicht. Odins Test. Passt ja auch, weil es hier gerade ein Test ist.
Die Reise beginnt. Karte. Ich soll nicht hinkriegen. Oh, Scheiße. Ah. So, komm, 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 und genau. Wir wollen landen, oder?
Feige. Mann. Ich will auf dem Saturn landen, im Jupiter landen. Nicht gar nichts. Geht nicht.
Oh, Scheiße. Hab mich doch nur verdrückt. Wo bin ich jetzt hin? Ein Sonnensystem oder was? Bin ich jetzt? Oh.
Ich wollte gerade sagen, eine Landkarte wäre nicht schlecht. Na komm, 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 komm. Oh, Scheiße. Ach so, ich habe ja gar keine Landekapsel mehr. Ich habe ja. Brauche mich ja nicht wundern. Oh, Scheiße. Strahlung. Scheiße, flieg weg. Flieg weg. Das war ja die Sonne. Ich habe ja gar keine Landekapsel mehr. Oh, was ist das?
Mein Schiff ist natürlich im Arsch. Ich habe keine Landekapsel mehr, weil ich die auf dem Saturn kaputt gekriegt habe. Jupiter. Ja, dann würde ich jetzt hier erstmal einen Cut machen. Wir haben jetzt hier fast eine halbe Stunde, ja doch, eigentlich eine halbe Stunde reingeguckt. Ich finde das Konzept echt interessant. Ich bin jetzt hier gerade schlecht, sehr, sehr schlecht. Man muss sich halt noch ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. Das mit um den Planeten rum und dann, dass man dann landen kann und so, das finde ich ein bisschen blöde. Das hätte man vielleicht ein bisschen besser lösen können. Aha, Treibstoffwarnung, okay. Wir können nicht springen. Wir können nicht springen. Etwas blockiert unseren Sprungantrieb. Okay, da ist auf jeden Fall was, was unseren Sprungantrieb blockiert. Oh. Autopilot aktiviert. Gut, der fliegt uns schon irgendwo hin. So, nichtsdestotrotz würde ich denn hier auch erstmal einen Cut machen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wäre Träumchen. Wenn ihr noch Fragen habt, einfach in die Kommentare posten. Wie gesagt, ich werde es ungerendert. Also ich werde das Video nicht in irgendeiner Form, Art und Weise bearbeiten oder sonst irgendwas dergleichen. Ich werde es einfach nur hochladen. Dann seht ihr, wie bei mir in meiner Qualität hier auch ist, wie ich sie gespielt habe. In 4K, da ich es auf der PS4 Pro spiele. Aber HDR hat es halt nicht. So, nichtsdestotrotz. Jetzt aber wirklich ein Cut. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Achso, ein Däumchen wäre ein Träumchen, habe ich ja schon gesagt. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr mich auch abonnieren. Kostet ja kein Geld. Bis zum nächsten Mal. Ahoi. Sagt euer Odin.